Aloha, hey und willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest 11, Streiter des Schicksals. Wir haben im letzten Part die Runde 1 des MMA-Turniers gewonnen. Und als ich den letzten Part ausgemacht habe, bin ich kurz los, um zu speichern. Da kam hier eine ganz kurze Cutscene, die ich jetzt leider nicht mehr nachholen kann. War allerdings nichts sonderlich Interessantes. Die beiden Kämpfer, die wir im letzten Part gesehen haben, die den Erik so ziemlich verdroschen haben, die Frau und der Ober, die sind an uns vorbeigelaufen und meinten, ja, wir sollten aufpassen, unser Kumpel hier, mit dem wir kämpfen, wir sollten dem nicht unbedingt trauen. So in die Richtung. Weiß ich noch nicht so ganz, was das zu bedeuten hat. Finden wir raus. Jetzt können wir hier die gute Serena ansprechen, die uns sagt, dass wir vorsichtshalber mal zum Waisenhaus gehen sollen und da mal nachgucken, ob da alles in Ordnung ist und dem Tom nichts passiert ist, eben weil die das gesagt haben von wegen, oh ja, ne, passt mal ein bisschen auf. Das machen wir natürlich. Die Frage ist, wo ist das Waisenhaus? Ah, da hinten, alles klar. Dann machen wir das mal. Gucken mal, ob es dem gut geht. Oh, hallo. Wir werden uns noch etwas umhören. Vielleicht finden wir ja mehr über die verschwundenen Kämpfer heraus. Tom selbst könnte ja auch ins Visier geraten. Und wer weiß, vielleicht sind ihm beim Waisenhaus ja irgendwelche verdächtigen Individuen aufgefallen. Du solltest lieber nach ihm sehen, Tripcher. Er müsste im Waisenhaus sein. Steige die östliche Treppe hinunter und geh dann nach Westen. Machen wir. Da steht er schon. Aha. Okay. Hat er irgendwie einen Deal oder so gemacht? Hey, ihr seid doch der junge Partner von Tom Sawyer. Ihr seid gerade in aller Munde. Alle brennen schon auf euren nächsten Kampf. Was? Ihr sucht gerade nach Tom? Vermutlich ist er ins Waisenhaus gegangen. Dort findet ihr ihn bestimmt. Ja, das denke ich auch. Dafür muss ich hoch. Alles klar. Alles klar! Richtig! It's you! Man, I thought you were some creep sneaking up on me. Sorry, it's just... I keep hearing about fighters going missing. Kinda puts a guy on edge, you know? Didn't mean to scare you, partner. Ja, ist okay. Nochmal Schwein gehabt. Seeing as you're here, why don't you come inside? Kids were good while I was gone, right? Uh-huh. Is this a friend of yours, Uncle Vince? Yup. A very important one. So you play quietly while he's here, okay? Oh, wir sind wichtig, guys. I was born and raised in this orphanage, man. That's actually why I fight. Wanted to raise some money, give a little something back, you know? Trouble is, fighting's all I'm good at. If I stop winning, these kids stop eating. Won't be a problem this year, though. You and me, we're going all the way. Good to have you along for the ride, partner. Jo, das regeln wir. Wir kriegen unseren Schillerzweig. Du kriegst ein bisschen Kohle für die Kinder hier. Läuft. Das machen wir so. Ja. Er ist schon ein guter Dude. Also, das wäre schon ein übler Plot-Twist, wenn der wirklich was mit dem Verschwinden der Kindern zu tun hätte. Kinder, mit den Verschwinden der Kämpfer natürlich. Ja, hoffen wir mal, dass es nicht so kommt. Tom redet stundenlang in einem fortwährend Tritscher quasi nichts. Ah, okay. Ja, lesen Main wieder, guys. He's back. Tom redet stundenlang in einem Fort, während Tripcha quasi nie zu Wort kommt. Wir sind ja generell eher der schweigsame Typ, von daher ist das kein Thema. Man, look at the time. Sorry. Once I start gabbing, I kind of find it hard to stop.
Wait, was there something you wanted to talk about? I mean, I'm guessing that's why you came to... Huh. Hey, did you hear that? It came from my room. There it is again. There's somebody up there. Alles klar. Der wird verprügelt. Let's go. Nicht mit euch? Was, wenn der Einbrecher nicht alleine war? Was, wenn es eine ganze Bande ist, die es auf Tommy abgesehen hat? Bitte, Herr Tripscher, wir müssen in Tommys Zimmer nach dem Rechten sehen. Also ich glaube nicht, dass unser Muskelpaket eine Probleme mit einer ganzen Bande hätte. Alter, die gibt dir eine Kopfnuss und dann ist over. Ich nehme mal an, das hier war Tommys Zimmer, wo ich letztes Mal nicht reingekommen bin. Oh no! Man! Some punks tossed my room! What kind of lowdown? Dirty thief, burglarizes an orphanage anyhow? And what were they looking for? Just you creeps, wait! Was waren das da für komische Fläschchen auf dem Boden? Und warum redet er jetzt so komisch? Oh nein, bitte nicht! Nein, kein Plot-Twist! Don't do that! Listen. We got a fight to think about. It's late. You should stay here tonight. You down with that? Ja, von mir aus. Alright. Go get some shut-eye. I'll wake you when it's time to hit the arena. Darf ich hier im Zimmer trotzdem bleiben? Ich habe da hinten ein Buch gesehen, was ich noch lesen kann. Up and at 'em, partner. It's fighting time. That's the spirit. We got a fight to get to. Eine nette Klopperei. Let's go. Nein, nein, ich will das Buch erst lesen. Da hopp. Oh wow. Kann ich... Alter, ich will in sein Zimmer. Lass mich runter. Ich will in das Zimmer. Ja. Nichts kann mich davon abbringen, dieses Buch zu lesen. Außer die Tür ist wieder abgeschlossen. Dann ist RIP. Let's go. Da lang. Okay, guys. Wir fighten noch in dem Part. Keine Angst. Ich habe nämlich eh die Befürchtung, dass die Zimmertür jetzt wieder abgeschlossen ist, wo er nicht mehr zu Hause ist. Let me check that. Bitte, 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 bitte. Oh, nice. Sehr schön. Aber das sieht halt hier wirklich weird aus. Komische Fläschchen, zerbrochen, irgendeine Flüssigkeit drin. Hm. Da auch, auf dem Fenster. Eieiei, Tommy. Don't do that. So, jetzt lass mich mal lesen. Erinnerungen eines Schatzsuchers, Band 1. In diesem Tagebuch werden die Abenteurer eines bescheidenen Medaillenjägers beschrieben. Ich hoffe, es bietet den Lesern zumindest eine unterhaltsame Ablenkung. Mein Name tut nicht viel zur Sache, aber wenn ihr mich unbedingt irgendwie nennen müsst, nennt mich Anonym. Anonym. Oh mein Gott. Ja, das ist fast so gut wie Gillette, Mann. Warum habe ich mich auf eine Suche begeben? Nun, das Angebot des Kriegerfelders Ministerpräsidenten von 1 Million Goldmünzen für ein bestimmtes Artefakt hat dabei eine kleine, unerhebliche Rolle gespielt. Wait, 1 Million Goldmünzen? Guys! Können rich werden! Okay, okay, okay. Wo? Was? Der Legende nach brachte der Lichtbringer bei seiner Rückkehr von Yggdrasil vor hunderten Jahren etwas mit, den Schillerzweig. Als ich hörte, dass mich dieser kleine Stock zum Millionär machen könnte, nahm ich mir nicht mal die Zeit zum Packen, sondern war im Nullkommanichts unterwegs. Und so begannen die Abenteurer des Schatzsuchers Anonym und die schwierige Suche nach dem Schillerzweig. Oh, wait. Der Schiller... Jemand zahlt 1 Million Gold für den Schillerzweig.
Aber ich sehe schon kommen. Wait. Die Truhe da noch nicht gelootet? Warte mal. Wie komme ich da hin? Ich sehe schon kommen. So, Schilderzweig, ja, können wir nicht verkaufen, ist zu wichtig. Geht nicht. Wir werden leider keine Millionäre, Guys. Schade. Das erste, was ich gemacht hätte mit dem Geld, ich hätte mir das Katzenkostüm gekauft. Let's go. Einfach, weil ich es kann. So, wo ist jetzt diese Schatztruhe? Hier, ne? Ich muss hier rüber. Yo. Let's go. Mini-Medaille? Grünes Kleinod. Nice. Auch nicht schlecht. Nehmen wir. Aber nichts mehr, ne? Nö. Alles klar. Dann geht's jetzt auf in Runde 2. Voll geheilt sind wir. MP sind auch wieder voll. Bin mal gespannt, wer uns als nächstes erwartet. Erster Kampf lief recht gut, würde ich sagen. Hallo Partner, der Kampf geht gleich los. Bist du bereit? Jawohl. Das höre ich gern. Dann mal los, Mann. Alles klar. Round 2. Ladies and Gentlemen, are you ready for some more masked martial arts action? Our first fight of the day features the favorites for the title. It's the Invincibles, starring none other than reigning champion, Vince Vanquish! They'll be facing off against hometown hotties, Cinderella and Wambolina, a.k.a. the BT Queens! Ich mag die deutschen Übersetzungen. Ich verstehe nicht, warum sie alle Namen ändern mussten. Wäre es so schlimm gewesen, einfach die Namen aus dem Englischen zu übernehmen, dann wäre das viel geschmeidiger beim Zuhören und Mitlesen. Aber, ja. Darüber habe ich mich ja schon mal ausgelassen, von daher. Lassen wir das. Und wir dürfen die Frauen verkloppen. Mache ich ja eigentlich nicht. Okay. And I'm Wambolina. Hello, boys. Hi. Seems the girls have brought their fan club along. Well, get ready to cheer your hearts out, folks. Something tells me this is going to be about to remember. Fighters, get ready to go to war! Ja, wir sind hier da zu kämpfen und nicht... They made it this far. That means they can fight. Ja, ja, alles gut. Halt mich nicht zurück! Auch wenn es Frauen sind. Let's go! Okay, die linke wird wahrscheinlich zaubern und die rechte wird angreifen. Zumindest sieht es danach aus. Aua. Okay. Wir gehen natürlich erstmal in den Block. Ja, das hätte ich nämlich auch gesagt. Wir greifen erstmal die an. Aua. Erstmal die draufhaut. Weil die zaubert, der geht nämlich irgendwann die MP aus. Und dann hat sich das mit dem Zaubern sowieso erledigt. Da kannst du mal aufhören, mich immer anzuvisieren. Hanna, hau drauf, Mann. Okay, perfekt. Ich wollte sagen, ich bin nur noch mit Heilen beschäftigt, aber wenn er das für mich übernimmt, sehr schön. Angriff!
Arm! Ich wollte gerade sagen, Junge, lass dich da jetzt nicht von denen irgendwie wuschig machen. Falscher Zeit, falscher Ort. Oh oh. Knallheißer Hieb. Au. Oh oh. Uff. Danke. In den Block. Obwohl der vorhin gar nichts gebracht hat. Ja, haut ihn mal. Kann ich die ganze Zeit nur heilen. Ich hab doch auch bestimmt auch noch starke Arzneien im Gepäck, oder? Die könnten effektiver sein, als mich jetzt hier die ganze Zeit per Hand zu heilen. Okay. Oder er macht es einfach für uns. Dann können wir wieder zuschlagen. Zack. 84. Let's go. Aber wie viel MP hat... Okay, okay, okay. Wollte gerade sagen, wie viel MP hat die denn? Aber MP sind leer. Perfekt. Dann ist die schon mal aus dem Rennen. Jetzt nehmen wir noch hier die Haut-Rauf-Tante aus dem Spiel. Sehr schön. Genau, normale Angriffe. Dachte ich mir. Die bringen gar nichts. Dann denke ich, haben wir die Runde in der Tasche. 91. Haben wir. Nice. GG, Guys. We are invincible. That's it. It's all over. The Invincibles have done it again. All right, now, ladies and gentlemen, we're into the semifinals. And here come our first challengers. Give them a big hand now. It's... They'll be taking on a pair of dashing dark horses who surprised us all with their flair for ferocity. It's Golden Boy and Sterling Silva, aka the Bullion Boys. Oh. Yoo-hoo! Look out below! Als ob. So! We meet at last, foul villain. I had hoped you would survive long enough to suffer at my hands. Now, time to lie back and let the great Sylph... I mean, the magnificent Sterling Silva show you which of us is the better once and for all. So you guys know each other? Ja, leider. Ha! Know each other? None can know the true identity of Sterling Silva and live. Nor that of his faithful sidekick, Golden Boy. The Bullion Boys' real names will go with them to their graves. Huh. These guys sure know how to put on a show. Mm-hmm. Know this, fiends. We will not be holding back. Our onslaught will be merciless and swift. Likewise. Tom zieht den Stöpsel aus der Flasche und leert diese in einem Zug. Das war doch so eine Flasche, die bei dem im Zimmer rumstehen. Was ist das für ein Zeug? Just my little pre-fight ritual. Mhm. Let's do this.
Looks like our fighters are ready to rumble, oh nein. Ich merke schon, das wird doch 100 pro irgendeinen Plot-Twist geben. Da ist doch irgend so ein komisches Zeug drin. Keine Ahnung, dass den boostet und das kriegt er nur, wenn er, keine Ahnung, die Kämpfer verschwinden lässt oder irgendwie sowas. Why? Okay, merk schon, dieser Part geht auch wieder Überlänge. Ist okay. Die Runde hängen wir noch dran. Verstehe zwar jetzt nicht so ganz, warum Ronaldo unbedingt gegen uns kämpfen muss, weil eigentlich haben wir das gleiche Ziel. Deswegen wäre es von Vorteil, wenn er aufgeben würde einfach. Aber ich glaube, dafür ist er ein wenig zu eitel. Aua. Okay, ich merke schon, Silvando ist definitiv der gefährlichere von beiden. Schalten wir den zuerst aus. Oh ja. Ja. Ich meine natürlich Silverado. Go! Danke. Okay, solange er ihn angreift, ist okay. Zack. Er kriegt natürlich weniger Schaden, weil er sich gekräftigt hat. Aber wir kloppen weiter drauf. Bam. Perfekt. Nicht gut. nice. Wichtig. Wichtiger Block. Umwerfende Vorstellung. Okay. Bin ich jetzt nicht umgehauen, aber ist okay. Heilungshieb. Das ist schlecht. Der Heilungshieb ist ein bisschen unfair. Angriff! Bam! Sehr schön. Solange er uns weiter heilt und wir draufhauen, er endlich aufhören kann zu cheaten mit seinem Heilungshieb. Zack! Okay! Aua! 4 AP! Oh mein Gott! Starke Arznei. Eieieiei. Nur 7 HP! Oh mein Gott! Das ist nicht gut. Starke Arznei. Eieiei. Okay, das tut weh. Wir müssen unbedingt einen ausschalten. Auf mich zu schlagen. Schlag den anderen. Noch eine starke Arznei. Oh nein. Oh. Okay, Heilkraut. Ich brauche meine MP zum Angreifen. Deswegen gehe ich jetzt mal ein bisschen über Kräuter. Den anderen Mann. Oh, mein letztes Heilkraut. Oh mein Gott. Okay, das ist mir ein wenig zu knapp. Aua. Nein, heil mich doch. Oh, ja. Uhuhu. Ich bin nur noch mit Heilen beschäftigt. Heil mich. Dankeschön. Oh mein Gott. Okay, wichtig. Er geht halt auch nur auf mich. Ich muss die ganze Zeit heilen. Ich weiß natürlich nicht, ob der Kampf vorbei ist, wenn ich down bin. Oder ob er dann alleine weiterkämpft. Wobei ich das nicht glaube, weil er kann ja nicht sterben. So als Begleiter.
Deswegen ist, glaube ich, over, wenn wir sterben. Aber die sind beide orange. Komm schon. Dann finish einen. Yes! Nice. Okay. Okay, haben wir jetzt. Aber es war trotzdem super knapp. Also da standen wir kurz vorm Umkippen. We are invincible. Das war ja nicht mal das Finale, wie ich mitbekommen hab. Oi. That's enough, I'm calling this one. The Bullion Boys have been beaten! Curses! The great Silver, Sterling Silva defeated! But I feel no shame in losing to one such as you. It was a battle of epic and legendary proportions, and I thank you for it. Good luck in the final, darling. Darling. There he goes. Oi, oi, oi. Okay, wenn das Finale noch härter wird als der Kampf jetzt. Ah, Moment, halt, stopp! Dreht das Finale hinterher! Okay. Überlängenpart des Todes. Let's go. Ich kann mir schon sehr gut vorstellen, gegen wen wir jetzt kämpfen müssen. Gegen Opa und die Frau. They're hot favorites, folks. But will our hometown hero be able to retain his crown? Or will surprise newcomers Rab and Jade snatch glory from the reigning champ? Will the princess and the pudding please take to the stage? Die Prinzessin und die Plauze, wow. Yes, it's the girl who moves like lightning and the old guy who doesn't move at all. Will they be making history here today? It's time to find out. Something about these two gives me the willies. But we got this. Time for a little good luck boost. Ich weiß nicht, ob ich das gut heißen soll, dass der dieses Zeug da säuft. Nein, die Flasche sieht schon so weird aus. Oh yeah! Let's do this. Let's win this thing. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Show us what you've got. This is it, folks. One last time now. Okay, das könnte halt echt hart werden. Das gerade war schon super knapp. Plan wird definitiv sein, die Kickbox-Tante als erstes zu besiegen. Ich nehme mal an, der Opa sieht auch wieder so aus, als würde er ein bisschen rumzaubern. Dem werden dann irgendwann auch die MP ausgehen. Und die Tante wird auf jeden Fall weitaus mehr reinhauen als der Opa. Denke ich mal. Okay, Opa macht gar nichts. Aua. Okay, schon mal nicht auf mich. Angriff! Oh, okay. Greift nicht immer an. Oh no! No! Aufwachen! Boah. Wach auf! Alter, das ist ja richtig unfair. Oh nein, 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 nein. Ja, hau ihn, ist okay. Oh Junge, wach auf! Kannst du jetzt nicht pennen? Oh nein. Schwarzer Stiefel. Aua! Okay, wir sind wach. Uiu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 
Block. Ja, block halt auch mal, weißt du? Wofür setze ich die Fähigkeit denn ein? Aua! Oh nein! Nein, 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 nein. RIP? I guess? Hey Mann, alles in Ordnung? Hör zu, ich habe gute Neuigkeiten. Nachdem du K.O. gegangen bist, habe ich uns noch einen Unentschieden erkämpft. Wir dürfen also nochmal ran. Aber diesmal gewinnen wir das Ding, klar? Tu, was du tun musst und sag Bescheid, wenn du soweit bist. Junge, die haben uns halt richtig zerstört. Okay. Okay, alles klar. Dann beende ich an dieser Stelle mal den Part. Dann werden wir im nächsten Part nochmal unser Glück versuchen. Vielleicht Strategieänderung? Also der Block ist halt schon gut, wenn wir denn auch mal irgendwann was blocken würden damit. Wir können auch mal was ganz anderes versuchen. Aber das überlege ich mir noch bis zum nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen und bleibt gespannt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.